Mutter ist zusammengebrochen. Aber egal, ich habe ihn gerettet, bevor wir aufs Klo gehen. In den berühmt-berüchtigten Harnroom. Ich komme, Harnroom. Doch nicht. Naja, ich bin noch da, oder? Da. Echt? So. Wollen Sie mich verarschen? Harnroom. Da oben ist er doch. Da muss da oben irgendwo sein. Ah, okay. Bereit. Es passiert nichts. Was? Der Harnraum. Willkommen in der holographischen augmentierte Realitätsmaschine, dem Harnraum. Der Harnraum ist eine Kampftrainingssimulation für die Avengers, um ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten zu trainieren und zu perfektionieren. Wow! Was? Willkommen in der holographischen augmentierte Realitätsmaschine. Oh, ich bin Iron Man! In der Tat. Ich habe Mr. Starks alten Kampfsimulator geladen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Soll das ein Witz sein? Ich bin Iron Man! Da, kommt her, ihr virtuellen Schurken! Okay, wie mache ich das? Ein paar Tipps wären cool oder so. Ausweichen. Okay. Das war wunderbar. Ach so, okay. Wunderbar, halt. Wo ist der Gegner? Das wird reichen, denke ich. Gut gemacht. Soweit, so gut. Wieso kommt dieser Harnraum erst jetzt? Den hätten wir vorher brauchen können, oder? R2 ist kommt dann. Alles klar. Warum mal? Komm. Das war wunderbar. Naja, so wunderbar war es nicht, aber ja. Intrinsische Energie. Defensive Fähigkeiten werden durch die intrinsische Energie eines Helden begrenzt. Der Ansatz einer defensiven Fähigkeit verbraucht Energie, die sich im Laufe der Zeit oder durch Offensivaktionen wieder füllt. Okay. Ich verstehe, okay. Heldenflug. Was? Einige Helden können schweben und fliegen. Halte am Boden X, um aufzusteigen. Helden schweben automatisch an einer Stelle, wenn sie in der Luft warten oder zielen. Halte X, um aufzusteigen. Halte X, um Kreis, um herunterzusinken. Fliegen ein- und auszuschalten. Okay, dann probieren wir das nochmal.
drücke X um. Ja, passt gut so. Und jetzt? Schieß. Ja, genau. Sehr gut. Es geht los. Ich verstehe. Sogar da kann man sterben. Ja, ich weiß nicht, mit Iron Man kann ich nicht wirklich umgehen. Ich glaube, das ist nicht so mein Ding. Aber ich hoffe, ich muss nicht die ganzen Wellen noch einmal. Es geht los. Wirklich, es geht los. Und in die Goschen, jawohl. So. Haha. Naja, es macht schon Spaß.
Aber wieso kann ich sterben? Das geht mir nicht in den Kopf. Wo sind die alle? Ja, mach ich ja. So, Moment, wo ist er? Wie gefalle ich dir jetzt? Sehr gut. Noch einen. So. So. Was? Weg da. Weg. Whoa, what the fuck? Wo ist er? Na, wieso dreht sich der immer um? Ich verstehe es nicht. Herausforderungen. Glückwunsch zum Abschluss einer Kampftrainingssimulation der holographischen augmentierten Realitätsmaschine. Schwierige Herausforderungen des Harnraums wurden freigeschaltet und sind am Einsatztisch verfügbar. Wähle den Helicarrier am Einsatztisch, um neue Herausforderungen anzusehen und anzunehmen. Es ist vorbei? Nochmal bitte! Gut, aber ich glaube, ich habe Mr. Stark geortet. Oh, ich komme! Natürlich, das ist was anderes. Tony, wir kommen. Mr. Starks letzter bekannter Aufenthaltsort ist sein Familienanwesen, Golden Acres. Dort finden Sie bestimmt Hinweise darauf, wo er jetzt ist. Ja. Nie davon gehört. Er will wirklich nicht gefunden werden. In der Tat. Das Anwesen liegt abgelegen in Nevada. Ich gebe Ihnen die exakten Koordinaten. Sehr, sehr gut. Ich öffne den Einsatzzielbildschirm. Missionsverfolgung. Ja, fortfahren. So, was haben wir da für Missionen? Hulk-Training könnte man machen. Zusammenführung, das ist die Kampagne. Zustand grün, Zusammenführung. Das ist doch. Möchte ich machen, ja. Und jetzt? Zustand grün, Zusammenführung. Was? Zusammen, auf Bruce Befehl hin hat Jarvis. Nein, ich möchte das da spielen. Wie? Das möchte ich mal. Das da, ja.
Ja, machen wir das. Servus. Dr. Banner, ich habe die gewünschten Scans erstellt und Spuren von Gammastrahlung in einem abgelegenen Gebiet im pazifischen Nordwesten entdeckt. Wahrscheinlich experimentiert Miss Rappaccini dort mit ihren Forschungen. Ich habe die Position auf dem Einsatztisch markiert. Das Ding gehört in ein Museum. Na, ich möchte Bruce, ich möchte Tony Stark finden. Möchte ich, ja. So. Nein. Nevada ist doch irgendwo in den USA, oder? Bin jetzt komplett blöd. Helicarrier. Nein. Hallo. Ja. Ach Gott, ist das ein Check? Missionen 4. Eine Mission. Nein, was ist die? Harmherausforderung und nein. Das gibt es nicht. Nein, ich möchte einfach nur die Hauptmission spielen. Ist das so schwierig? Ist das echt so schwierig? So, da möchte ich hin. Sehr gut, ja. Kamala und Bruce sind unterwegs zum alten Stark-Anwesen. Stark, da spricht der Tiroler in mir. Stark-Anwesen, Golden Acres. Was machen wir? Und das machen wir. Die Mission beginnt. Für Veto halten. Nein, ich mache jetzt doch nicht dahin gehen. Das ist mal zu weit weg. Da will ich weit fahren. Ich will nicht so weit fahren. Okay. Inventar spinnt, ist eh alles nichts, oder? Okay. Charaktermenü. Kann man auch nichts machen. Ausrüstung ist die beste, haben wir. So. Zerlegen wir alles. Bei ihr sind wir eh brav. Was ist das? Kraft, Tapferkeit. Na, weg da. So, was haben wir da? Wir kommen, was für eine Tony. Schicke Zugbrücke. Wo? Tony, wir kommen. Ah, typisch. Der subtile Tony. Nach dir. Der subtile Tony. Stimmt. Er hat sie immer sehr gern unauffällig und bescheiden. Oh, ich kann nicht glauben, dass wir gleich an Tony Starks Tür klopfen. Ich auch nicht. Anscheinend ist die Steuerung auf der anderen Seite. Denkst du, du kommst darüber? Durch die Felsen komme ich durch, aber der Grüne hat's nicht so mit längeren Gesprächen. Guter Punkt. So, wie meinen? Da hinüber? Da hinüber nicht, nein. Natürlich. Ich verstehe, warum dir das gefällt. Wow. Er zerstört gerne Dinge, ich nicht. Warum?
Warum nicht? Macht doch Spaß. So, Moment, einer. Also, was ist das Beste daran, der Hulk zu sein? Irgendwas muss dir doch gefallen. Wir sollten uns auf die Zugbrücke konzentrieren. Was willst du machen? Die ganze Zeit schweigend rumstehen? Puh, ja, gute Idee. Ach, wie du willst. So, wie komme ich darüber, bitte? Mit Anlauf? Wirklich, ja. Moment, Ausrüstung. Immer das Beste. Ah, geht noch gar nicht. Alles klar. Man dachte, über bessere Ausrüstung. Mehr Steine? Kein Problem. Und weg da. Wow, wow, oh, 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 wow, wow, wow. Ich hab X gedrückt, come on. So. Echt. Alter. Bist du okay? Alles gut. Ach Gott, ja. Ich kann Golden Acres sehen. Zum Teil. Sehr gut. Und kannst du rüberspringen und die Brücke runterlassen? Na klar. Das du schaffst den Sprung. Was? Ist dahin diesmal nur ein bisschen weiter. Okay. Wenn du meinst. Wow. Alter. Auf die Brücke, Kamala. So. Komm jetzt, Hulk. Na, die klemmt, oder was? Sie steckt irgendwo fest. Oh. Klemmt sie? Moment, Schaut, ich glaube, ich hab's. Wie, was denn? Was denn? Kaputt machen? Nein. Ja, wir könnten so tun, nicht? Und so können wir tun, nicht? Tada! Hiermit dürft ihr Sir Starks schickes Schloss betreten. Okay, beruhig dich. Gut gemacht. Ja, wenigstens scheint er wach zu sein. Ist das nicht eins seiner, Top 5 Hinterntretlieder? Gute alte Nummer 4. Das ist die falsche Richtung. Was? Was redest du? Wo bist du überhaupt? Bruce? Was leuchtet hier? Ich glaube nicht, dass da drüben was ist. Ich sehe mich nur um. Was? Natürlich. Entschuldige. Wir haben da... Was redet der? Wir müssen ja daher, oder? So, was haben wir da? Wow! Ob Mr. Stark mich einen von denen mal fahren lässt? Das ist ein Avenger GTI oder so. Echt? Halten. So, halten, ja. Und hallo, Golden Acres! Ja, stimmt eh. Wie kommt der Hulk drauf, dass wir hier nicht her? Das kann es nicht sein. Warum nicht? Bringen wir es hinter uns. Also, Tony Stark. Der Tony Stark lebt hier? Ja, scheint so. Da ist er. Tony? Chris? Hey, Bruce. Lange Nacht? Oh, lange 5 Jahre. ist echt ruhig hier. Hm. Das war es. Ich... Hey, hör sofort auf! Hi, tut mir leid. Wer bist du? Kamala. Gut, Kamala. Dein Freund hier steht leider auf meiner schwarzen Liste. Okay. Ich verdiene das. Ja, verdammt richtig. Du verdienst es.
Sind die Avengers eine Gefahr für die Gesellschaft? Das war die Frage, Bruce. Das war die Frage. Hast du das wissenschaftlich verifiziert? Nein. Wir wurden reingelegt. Der Terrigen-Reaktor war instabil und das wusstest du. Du wusstest es und hast ihn trotzdem der ganzen Welt vorgeführt. Und jetzt einfach aufgeben? Wir haben nicht aufgegeben, Tony. Wir haben versagt. Und ich gebe das wenigstens zu. Nein. Wir haben bei ihm versagt. Nur bei ihm. Tony, ich weiß nicht, wie lange du noch wütend auf mich sein willst. Und ehrlich gesagt, ist es mir egal. Lass dir ruhig Zeit damit. Aber das Mädchen ist ein Inhuman. Es ist unsere Schuld. Und sie braucht deine Hilfe. Ich kann nicht. Du kannst was nicht? Lässt du mich etwa hängen? Oh, hey, nimm's nicht persönlich, Kleine. Nein, er macht das immer so. Ist doch so. Und wieso siehst du dich nicht mal gründlich um? Hä? Ich kann mir kaum selbst helfen. Was? Du bist doch nicht stark. Das hier war ein Fehler. Endlich sind wir uns mal einig. Und das soll es jetzt gewesen sein? Die Avengers wurden reingelegt. Cap wurde ermordet. Glaubst du, das weiß ich nicht? Hä? Ich hab diesen Tag in meinem Kopf so oft durchgespielt. Die Avengers retten den Tag, werden trotzdem beschuldigt und dieser Mistkerl Tarten kommt davon, als wäre er völlig unschuldig. Tja, und dann? Rate mal, niemanden interessiert's. Niemanden. Die Welt wollte einen Sündenbock und er hat ihnen einen gegeben. Also, wenn ihr keine bahnbrechenden Beweise habt, schlage ich vor, ihr verlasst meinen Grund und Boden. Was ist das? Beweise. Wehe, die sind nicht gut. Hab ein bisschen die Kontrolle verloren. Hättet ihr das nicht früher sagen können? Nein. Runter von meiner Couch. Denk an die Liste. Was für Liste? Woher hast du das? Ich habe dein Passwort auf einem Resistance-Block geraten. Beeindruckend. Wohl kaum. Dein Passwort war, ich bin Iron Man. Wirklich? Ich dachte, ich hätte es geändert. Oh, verdammt. Ich weiß, es ist unvollständig. Auf dem AIM-Server liegt ein ganzer Ordner. Nein, hier ist mehr. Was? Ja, ziemlich clever. Das sollte aussehen wie eine beschädigte Datei. In ein paar Stunden habe ich den Rest. Was ist das? Wer ist Tiny Dancer? Oh nein. Wir müssen hier verschwinden. Was? Was? Kennst du diesen schamlosen Elton John-Fan? Tiny Dancer half mir aus Jersey raus. Ich wäre nicht hier, wenn ich nicht vor AIM gewarnt worden wäre. Wirklich, Tiny Dancer. Leute, wir sollten echt gehen. Jetzt. Ich glaube, Tina Turner im Kopf. I'm a private dancer. Okay, ich muss mich anziehen. Dancer for du hast einen Anzug? Ja, vielleicht irgendwie. Mal sehen. Wow. Entschuldigt, ich ziehe mir nur etwas Unbequemeres an. Moment. Ausrüstung. Sammlungen. So, was haben wir hier? Ach Gott, verdammt. Ah, Iron Man, das ist nicht so mein Held, den mag ich nicht. Ich mag Tony Stark als Charakter sehr gerne. Diesen arroganten Wichser. Mag ich gerne. Aber Iron Man als Superheld. Nein. Ich muss mich beeilen. Den mag ich nicht so, ne? Oh, da sind meine Stiefel. Was, wo?
Okay. Rein ins Haus. Umdrehen. Geht nicht. Da wohnst du? Natürlich versucht Bruce mir die Fangöre anzuhängen. Nach so vielen Jahren wird er seinen Pflichten immer noch nicht gerecht. Okay, Moment. Information. Na, immer die falsche Taste. So. Codex. Den haben wir, das haben wir gesehen. Was ist da? Warte. Mhm. Wer war das? Ah, Cryo Keeper, genau. Dann haben wir hier Elite Synthoid. Okay. Und hier haben wir da. Okay, na, können wir weiter. Wir gehen weiter. Den Elite Synthoid. So, rein da. Ah, verdammt! What? Tja, anscheinend hat Tiny Dancer die Wahrheit gesagt. I'm a Tiny Dancer. Dancer for money. Na, 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 na. Was? Was haben wir hier? Ah, die Hand. Okay. Hulk ist unterwegs. Sie haben dich gefunden, Bruce. Okay, okay, okay. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo komme ich da raus? Das da echt. So. Was? Das Inko halten gestanden. Was haben wir da? Sag nichts, Opa. Ich gebe mein Bestes. Ja, Tony Stark ist witzig. Mag ich. Ah, Uromas Flugmaschine. Immer noch wunderschön. Im Gegensatz zu ihr. Was? Ja, genau. Okay, da wird's dann raus. Wahrscheinlich, Moment, was haben wir da noch was? So. Ab in die Luft. Ach Gott, ja, was haben wir? Und es zieht und wir ziehen das an und wir haben jetzt. Ah, okay. Sehr gut. Neue Partygäste. So. Was haben wir hier noch? Einen Helm brauchen wir noch, oder? Moment. Ausrüstung, die bestmögliche. Na, was ist das da? Ausrüstungsforsch, Spektralkatalysator. 32% mehr XP aus allen Quellen. Okay. Muss ich boosten? Nein, was hat aber das boosten soll? Ich weiß es nicht, deswegen lass es. Weil ihr immer. Mein Problem ist, ich finde dann irgendwas, was eine Stufe höher ist. Ja. Dann muss ich das wieder boosten, das wieder boosten. So. Ah, da komme ich aus hier, okay. Da rauf. Alles klar. Oh, hey Leute! So. Was? Treffen ist ja nicht so leicht, gell? Wie viel sind da bitte? Wie in alten Zeiten. Ich brauche einen Helm. Du brauchst einen Helm, ja.
Okay, hier muss er irgendwo sein. So. Ich glaube, da könnte hier sein, hm? Zum Glück habe ich keine Nachbarn. Die wären jetzt echt sauer. Warum? Sie waren schon immer ein Freund großer Auftritte, Stark. Wie war meiner? Ja, nicht so schlecht. Das war eine 7 von 10. Schön, dich zu sehen, Georgie Boy. Hast du trainiert? Irgendwelche Milliardenfirmen geklaut? Nur ihre. Hey, für das Fenster wirst du bezahlen, Talton. Ist das ihr neues Haus? Was? Viel zu wenig Spiegel. Ich hab mich von allem getrennt, was nicht vor Freude funkelt. Rat mal, wozu du gehörst. Ich will das Mädchen, Stark. Und dann gehst du mir aus den Augen. Was ist da? War ein Witz, Kleine. Bleib einfach bei dem netten grünen Mann. Das Mädchen braucht unsere Hilfe. Also, auf mich wirkt sie völlig gesund. Inhumans sind krank und brauchen Behandlung. Wow, wow, wow. Glaubt diesen Mist irgendjemand? Still. Sehr gut. Wie steuert Talton diese Maschine? Ich weiß nicht. Er hat seit dem Unfall Kräfte. Ich habe gesehen, wie er eine Roboterspinne kontrolliert hat. Mit Spinnen gibt er sich nicht mehr ab. Ja. Gut gemacht, Kleine. Kamala. Das ist der Hulk. Ah, da kommen sie. Techno-Chinese. Klingt gut. Geht leicht von der Zunge. Richtig gut Passwörter erraten. Immer die Schwachen gefährden. Sie lernen es nie. Schwach? Brauchst du deshalb eine ganze Armee für sie? Genau. Ja. Eigentlich ist das ein Kompliment. Du gefällst mir jede Sekunde besser. Ha! Fähigkeiten, Moment, Nahkampf. Halt in der Luft, Sturzflug. Jawohl, das machen wir. Das probieren wir gleich. Wo ist da jemand? Achtung! Sie kennen Dr. Benners Aussagestag. Die Avengers waren gefährlich. Nicht ich habe befohlen, sie aufzulösen.
das alles für mich? Ha, wie schmeichelhaft. Bilden Sie sich nichts ein. Ich habe kaum meine Finger gerührt. Dann hat die Kleine recht. Du kuschelst jetzt mit Robotern. Sie ergreifen Partei in einem Kampf, den Sie nicht verstehen. Ich habe mich vor 5 Jahren für eine Seite entschieden. Du hast mich dazu gezwungen. Geben Sie mir das mit. Dann können Sie und Bella machen, was Sie wollen. Vergiss es. Das wollte ich auch gerade sagen. Wo bin ich? Lass mich weg, lass mich hier weg, lass mich hier weg. So, wo bin ich? Ah, es ist anstrengend. Sie müssen Logik und Vernunft walten lassen. Es hört nicht auf. Okay, nehmen wir mal. Nein. Boah, schaut ja immer schlimmer aus, oder? Ging mir nie besser. Ihre Synthoids waren nutzlos. Hätten Sie mir den Hulk und Kahn früher überlassen, würde das Archiv noch stehen. Vorsicht. Sie machen nicht mehr die Regeln, sondern er. Als Kind fand ich einen verwaisten Wolfswelpen im Wald hinter unserer Farm. Was? Vater sagte, er sei zu gefährlich. Ich sollte ihn loswerden. Ich fütterte ihn, gab ihm einen Namen. Er spielte mit meinem geliebten Hund David. Sie vergeuden meine Zeit. Könnte ich Regeln festlegen und Grenzen, könnte ich auch die rohe Kraft dieser Bestie nutzen. Sind Sie endlich fertig? Was? Einige Monate später bei der Jagd fiel der junge Wolf mich an. Er knurrte, hatte Schaum vorm Mund. Darwin verschaffte mir etwas Zeit, um Hilfe zu rufen. Mein Vater erschoss den Wolf. Aber es war zu spät. Darwin war zerrissen. George, wir brauchen ihn. Entschuldigung, weiß nicht, was über mich gekommen ist. Gehen Sie. Na, Alter. Bitte. Gehen Sie, bitte. Schlecht schaut er aus, der Doktor. Schlecht schaut er aus. Und sie versucht mit einem Elektroschocker ihn aufzuhalten. Hulk schlägt rein und trischt in ihn ein und sie mit einem Elektroschocker. Zum Haupthangar begeben, um nach den, was? Initiator-Kernen zu suchen. Du bist kein Tag gealtert. Willkommen zurück, Mr. Stark. Hab dich vermisst, Kumpel. Zum Abflug bereit? Voll einsatzfähig. Sag mir, wo es hakt. Die Kamera läuft mit Sekundärenergie. Wir haben schwere Rumpfschäden. Triebwerke offline. Klima... Also übel. Das ist eine korrekte Einschätzung. Sehr gut. Okay, dieser Vogel muss in die Luft. Wie bitte? AIM weiß, dass er hier ist. Dann darf er nicht mehr hier sein, wenn sie eintreffen. Was? Alles klar. Würdest du dir etwas für mich ansehen, während wir arbeiten? Natürlich, Sir. Versuch bitte, diese Datei zu entschlüsseln. Sofort. Okay, wer fehlt denn jetzt noch? Ich Hulk. Muss schauen, warum die Turbinen nicht anlaufen. Ja, ja. Ich sollte mir mal die Initiatorkerne im Hangar ansehen. Ja, alles klar. Also Hulk haben wir, Iron Man haben wir, es fehlt jetzt noch die Widow. Spinne ich Tor? Jetzt spinne ich komplett. Du war noch jemand, oder? Also Tor, Widow. Okay, Hangarkerne. Hallo, grüß dich. Geht's dir gut? Will ich wissen, was hier vor sich geht? Hey, Tony. Ich unterstütze Bruce nur bei einem technischen Problem. Oh, ich sehe schon. Ihr wartet Arbeit auf mich. Das ist keine Hilfe, Tony. Okay.
Mann da. Ich bin Phil Sheldon und melde mich live von irgendwo in Utah. Wo sind wir nochmal? Oh, ich bin live. Nach der heutigen Notfallwarnung... Ah, die alte Kantine. ...dass sich Iron Man und Hulk gemeinsam in einer abgelegenen Gegend von Utah der Verhaftung durch die Behörden widersetzt haben. An der Ostküste hat eine kleine Gruppe im Heroes Park von New Jersey ihr Wiederauftauchen nach über 4 Jahren gefeiert, bevor die Polizei sie zerstreute. Eine AIM-Sprecherin sprach von Pre-A-Day-Ansichten und warnte vor alarmierenden Anzeichen geistiger Instabilität bei Iron Man und Hulk in den letzten Jahren. Ja, yeah, come on. Wir wissen alle, was passiert, wenn derart mächtige Wesen außerhalb des Gesetzes operieren. Und genau das tun sie jetzt wieder, warnte sie. Wir werden den Verlust weiterer amerikanischer Städte nicht riskieren. Zitat Ende. Falls jemand weiß, wo sich die früheren Avengers aufhalten, soll er sofort ein AIM-Callcenter kontaktieren. Mhm. Echt. Teilweise ist die Steuerung... So. Moment. Hat das nicht vorher funktioniert? Was genau? Okay, Jarvis. Zeitnahme. 1,04 Sekunden, Sir. Oh, ich bin etwas eingerostet. Come on. So. Jarvis, Frage. Wo bewahren wir die Zündkerzen auf? Die Initiatorkerne sind in der anderen Ecke des unteren Decks, Sir. Volltreffer! Bekomme ich jetzt einen Preis, Sir? Den größten Preis von allen. Meine Zuneigung. Wie... aufregend. So. Was ist da? Da haben wir was. Ich muss runter. Können wir da irgendwo rauf? Springen kann ich da nicht. Runter, runter. Mhm. Da drüben, da ist ein Wohnwagen. Was leuchtet da? Da gehen wir noch schnell hin. Hallo Truhe! Moment, was können wir jetzt machen? Fähigkeiten, Ausrüstung, die beste. Sehr gut. Ja, eben, jetzt könnt ihr die alle zerlegen. Also wenn ich das boost. Oh, es ist so schwer. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Na. Ja, wir lassen es. Dann finde ich wieder das gleiche Stück eine Stufe höher. Eben, das ist mein Problem, deswegen mache ich das jetzt nicht. Ja, das entspricht völlig den Sicherheitsstandards. Ja, ich glaube auch, ja. Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. So. Wenn ich nur... Oh, das sind definitiv die Initiatorkerne. Moment. Ups. Haben die größeren AIM-Bots nicht ähnliche Kerne? Wenn ich so einen hätte, wäre der alte Vogel sofort wieder in der Luft. Korrekt, Sir. Aber jemand müsste besagten Initiatorkern beschaffen. Ja, ich habe praktisch keine Rüstung. Aber vielleicht könnte ich was zusammenbasteln. Ich durchsuche das Inventar nach übrig gebliebenen Rüstungsteilen. Danke, Kumpel. Hey, Tony, ich arbeite noch an der Tür. Kannst du mal nach Kamala sehen? Sie hat wohl ihre Sprechanlage ausgeschaltet. Oh, okay. Sicher. Ja, diese ganze Sache... Bestimmt hart, sich daran anzupassen. Alles klar. Mhm. Nach Kamala in ihrem Zimmer sehen. Moment, ich schau mal da raus. Geil. Jede Familie hat ein Zuhause. Das ist eine Truhe. Die nehmen wir noch mit. Hallo, grüß dich, Truhe. So, was ich mich frage, wenn ich
vorher mit der Kamala hier durchgegangen bin. Und diese Truhe gefunden hätte, hätte sie dann der Tony auch gehabt oder eher nicht? Zweiter Stock der alten Crew-Quartiere, stimmt's? Jarvis, kannst du sehen, ob sie überhaupt oben ist? Sir, es gibt kein Überwachungssystem in den Privatquartieren. Wer hatte denn diese Schnapsidee? Ich. Sie, Sir. Natürlich. Das ist eine gute Idee. Eine ganz gute Idee ist das. Wow. Hey! Tut mir leid. Klopf doch an! Ich hab's versucht. Das ist eine Klopffaust. Jarvis, hilf mir doch mal. Der Sperrmechanismus einiger Crewquartiere auf der Chimera scheint noch nicht aktiv zu sein. Dachte ich mir. Ich kümmere mich drum. Bitte tu das. Wir treffen uns in 10 Minuten auf dem Kommandodeck. Du solltest auch kommen. Ich weiß, ich sehe lächerlich aus. Ja? Das tust du. Mann. Nein. Das tun wir doch alle. Das gehört zum Job. Hast du Matoas Outfit gesehen? Wehender Umhang? 80s Schulterpolster? Ziemlich lächerlich. Ich stehe auf diesen, Oh, das ist ein Bikini. Meine Ma hat ihn mir gekauft. Muslimas tragen sowas zum Sport, weißt du? Das ist cool. Ich denke, ich sollte was anderes anziehen. Warte. Beim Outfit geht's nur um Haltung. Wirk einfach überzeugend. Los, zeig mal. Komm schon, das kriegst du besser hin. Tja, komm. Ja, genau, das meine ich. Riesenfäuste. Okay. Vielleicht könnte ich dir mit einem Upgrade helfen. Ich habe schon ein paar Ideen. Wirklich? Ja. Oh, und wenn Bruce was sagen sollte, erinnere ihn einfach dran, dass er eine super stretchy Leggings trägt. Bruce, der Kleinen geht's gut. Sie ist zäh. Ich mag sie. Und sie lacht über meine Witze. Ja, sie wächst einen ans Herz. Hey, kommst du zu mir ins Tech-Labor? Die Tür ist so gut wie repariert. Wird gemacht, Stretchhose. Wie bitte? Nichts, bin unterwegs. Stretchhose. Ich mag ihn sehr. Jetzt, was ist da? So, grüß dich. Du arbeitest immer noch an dieser Tür, oder? Ich muss nur den kompletten Verteilerkasten entfernen und dann die Verbindung... Ah, gut gemacht, Kumpel. War doch gar nicht so schwer. Komm jetzt. Endlich daheim. Soll ich da schon hin? Nein, weiß nicht. Schauen wir mal um. Aha. So. Und offen ist sie. So. Aha, das ist jetzt. Okay. Technology Lab ist sogar beschriftet. Das Technologielab. So, was haben wir da? Falls wir irgendwo hin wollen, brauche ich eine alternative Energiequelle. Geil. Die Chimera ist für Terrigen ausgelegt, aber ich kann sie für etwas weniger Explosives umbauen. In meiner alten Werkstatt ist alles, was wir brauchen. Super. Ich scanne die Region auf Quellen, aber es wird etwas dauern, die Wärmesignaturen potenzieller Initiatorkerne zu identifizieren. Gut, bis dahin brauche ich eine neue Rüstung. Wo finde ich Teile, um die Fertigungseinheit zu reparieren? Ich habe einen guten Bergungsort gefunden und die Koordinaten an den Einsatztisch gesendet. Sobald sie bereit sind. Einsatztisch, verstanden. Fertigungseinheit reparieren, glänzende neue Rüstung bauen, dann den Vogel in die Luft bringen. So, Science Lab. Okay, was schön, ja. Na, schauen wir mal. So. Einsatz. Das ist das mit Doppel hier. Da ist ein A. Da ist ein A. Sehr gut, da will ich hin. Mission wählen. Rüstungsjagd.
Verstehe nicht? Ja, okay, man hätte es ein bisschen anders machen können. Das nervt mich ein bisschen. Diesen, ja, voilà, Missionen. So auf Multiplayer-Style mäßig. Man hätte aber nur eine Geschichte machen können, ohne. Und sich das alles hätte man sich sparen können. Wie Einsatz. Okay, erstes Ziel. Ohne mein eigenes Upgrade bin ich bei der Reparatur der Chimera. Beste Ausrüstung. So. Eine Hilfe. Jarvis, was hast du für mich? AIM verlegt gerade ein experimentelles Landungsschiff mit Teilen, die sich für die Reparatur der Fertigungsmaschine eignen könnten. Sehr gut. Leider ist es extrem gut bewacht. Aber AIMs Verteidigung ist auf einen großen Luftangriff ausgelegt. Wenn ich allein anfliege, mit der Schlucht als Deckung, komme ich rein und kann das Schiff entführen. Das ist riskant, aber ich sehe derzeit keine Alternative. Was? Durch die Schlucht? Ich lade die letzte bekannte Position des Landungsschiffs auf ihr HUD. Wegen der Schlucht kann ich nicht alle Infos bestätigen. Sie sollten sich beeilen. Meine Rüstung ist nicht die neueste, aber sie sollte mich in einem Stück hinbringen. Höchstens zwei. Höchstens zwei, ja. So. Die schaut sogar besser aus als das Original. Wir müssen schnell sein. Aktualisiere ihr HUD. AIM weiß von unserem Eindringen. Und wenn wir es einen Überraschungsbesuch nennen? Eindringen klingt, als wären wir dabei die Bösen. Jawohl, Sir. Also Beschaffungsausflug. Wo muss ich hin? Ich flieg jetzt da rein, gell? Wie viel Feuerkraft hat AIM da unten? Ziemlich viel, so wie es aussieht. Und wie viel davon ist Tech, die sie Stark Industries nach dem A-Day gestohlen haben? Unmöglich zu sagen im Moment. Wahrscheinlich sehr viel. Das Karma ist nicht mein Freund. Tja, wo muss ich hin? Interessant, wie viele AIM-Systeme große Ähnlichkeit mit ihren Entwürfen aufweisen. George war noch nie aus. Ich bin schon tot. Wo muss ich hin? Einfach geradeaus. Kontor, alles klar. Teilweise überreißt es gar nicht, wohin muss. So. Wir müssen schnell sein. Zum Landungsschiff gelangen. AIM weiß von unserem Eindringen. Und wenn wir es einen Überraschungsbesuch nennen? Eindringen klingt, als wären wir dabei die Bösen. Jawohl, Sir. Also da. Beschaffungsausflug. Wo müssen wir hin? Wo muss ich hin? Wie lange unsere Ups. Beute an ihrer Position vorbei? Wie viel Feuerkraft hat AIM da unten? Ziemlich viel, so wie es aussieht. Und wie viel davon ist Tech, die sie Stark Industries nach Moment. Unmöglich zu sagen im Moment. Wahrscheinlich sehr viel. Das Karma ist nicht mein Freund. So, interessant, wie viele AIM-Systeme große Ähnlichkeit mit ihren Entwürfen aufweisen. George war noch nie originell. Aber runter! Die Rüstung schlägt sich tapfer. Sie nennen das wirklich ernsthaft eine Rüstung? Das ist witzig. Mach die KI frech, habe ich gesagt. Das wird lustig, habe ich gesagt. So, da sind wir schon fast da. Da sind wir fast. Der Aufzug führt zu dem Landeplatz, den wir brauchen. Okay. Sieh dir das an. Gegen welchen Staat will AIM in den Krieg ziehen? Diese Munition ähnelt ebenfalls ihren Entwürfen. Da will man sie doch gleich in die Luft sprengen. Welche Munition? Was reden wir? Was, komm.
Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Wo muss ich überhaupt hin? Das ist. Wo muss ich hin? So, Stufe hoch. Zum nächsten Ziel vorrücken. Mache ich gern, mache ich sehr gern. Holen wir das Landungsschiff und hauen ab, bevor Aiden große Geschütze auspackt. Buchstäblich. Ich stimme Ihnen zu, Sir. Dr. Tarleton würde mit Sicherheit nur zu gerne auf Ihrem Grab tanzen. Danke, Jarvis. Jetzt habe ich das Bild von George im Kopf, wie er auf meinem Grabstein herumhüpft. Verzeihung, Sir. So. Das Landungsschiff müsste direkt vor Ihnen sein. Hey, ist hier doch recht gemütlich. Wo zur Hölle ist mein Landungsschiff? Wo ist das Schiff? Läuft. Das Landungsschiff wurde an eine sichere Position gebracht. Der Scheißen. Wir können es nicht vor dem Start erreichen. Doch, wenn wir die Rüstung um 300% überlassen und den direkten Weg nehmen. Natürlich. Sir, Sie könnten buchstäblich explodieren und diese Schlucht ist gefährlich. Schon, aber ich brauche die Geschwindigkeit. Vorwärts, Gus, und spiel was Schnelles. Sehr gut. Okay, 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 okay. Ich probiere einfach irgendwie das. Diese Rüstung hält nicht ewig. Diese Rüstung ist alles, was ich noch besitze, nachdem George Golden Acres niedergebrannt hat. Okay, ich okay, werde okay, sie okay, nicht okay, aufgeben. Okay, nein, werden wir nicht. Die Handschuhe machen komische Geräusche. Kein Wunder, sie haben einen akustischen Dämpfungsschaltkreis verloren. Was haben wir verloren? Weiter, Sir. Jarvis? Jetzt kann ich den A-Day wieder gut machen, der Kleine helfen und ganz ehrlich, wo muss ich hin? Wo muss ich hin, bitte? Natürlich mache ich weiter. Da muss ich rüber, da muss ich rüber, geh weg, geh weg. So. Vorsicht, Ihre Artillerie visiert Sie an. Ja, ja. Achtung. Okay. Wow, 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 wo muss ich hin? Wow, ich bin gerade irgendwo hin, ja? Das Landungsschiff ist geschützt. Löse mit der restlichen Energie der Rüstung einen EMP aus, wenn ich in der Nähe bin. Sehr gut. Jarvis. Ja, Sir. Ich habe das Landungsschiff gescannt. Es enthält die für die Reparatur der Fertigungsmaschine erforderlichen Teile. Na, dann her damit. Sehen wir jetzt nach den Kindern und danach nach Hause. Genau, jetzt sehen wir nach den Kindern. Das war's schon. Mhm. Na, aber nicht immer so schwierig, oder? So. Kampagne fortsetzen. Bruce, Kamala, hört ihr mich? Laut und deutlich. Bruce ist im Harmraum und tut so, als wäre er... Harmraum. Ich will's gar nicht wissen. Und hattest du Glück da draußen? Klar. Bald haben wir alle neue Outfits. Die Fertigungsmaschine dürfte im Handumdrehen wieder laufen. Klasse. Ich kann's kaum erwarten, Bruce eine neue Yoga-Hose zu machen. Also, die Dialoge sind schon witzig. Die Dialoge sind witzig. So, Ausrüstung. Okay, okay. Okay.
Das ist der S77716. Ja, aber Moment. R2. Na, das ist alles nicht so gut. Das kann ich alles wegtun. Zum Beispiel. So. Was haben wir denn da? Na, ich will das nicht boosten. Ich will das echt nicht boosten. Na, möchte ich nicht. Oh, das hat Spaß gemacht. Es ist schön, wieder im Sattel zu sitzen. Ja, Sir. Sie haben nichts verlernt. Ah, oh, das Schmeichelei-Upgrade funktioniert. Werfen wir einen Blick auf unsere Beute. Ah, das ist der Jackpot-Kumpel. Genau die das Kerne. Brauche ich für die Reparatur der Fertigungsmaschine. Freut mich zu hören. Vor allem, da Ihre aktuelle Rüstung derzeit, wie sagt man, kaputt ist. Hey, er hat funktioniert, oder? Hat er, ja. Diese Tech kam mir gleich bekannt vor. Das alles basiert auf meinen Entwürfen. Manches ist sogar identisch. Sie nutzen die Übernahme der Stark-Tech wirklich voll aus. Ich hatte gehofft, Sie lagern das Zeug nur ein. Bewohner von Utah, haben Sie heute Morgen ein Erdbeben gespürt? Der geologische Dienst der USA hat westlich der Escalante-Wüste ein Beben der Stärke 4,1 gemessen. Advanced Idea Mechanics, das eine Fabrik in der Nähe des Epizentrums betreibt, meldet keine Verletzungen oder Schäden. Sie verurteilen Gerüchte. Bewohner von Utah, haben Sie heute Morgen... Ja, danke dir von vorne. Wie komme ich da rein, bitte? Ist das da, ist da? Na, da komme ich nicht rein. Weil schaut mal, was da rechts ist, schau mal. Kleidung, Kleidung, Kleidung. Na, da kommen wir nicht rein, verdammt. So. Fertigungsmaschine Musterkreation. Was? Okay. Hallo Fertigungsmaschine. Muster. Verschiedene Aktivitäten gewähren Muster. Muster können von der Fertigungsmaschine an Bord des Helicarriers entschlüsselt und für die Herstellung von Outfits genutzt werden, um das Aussehen von Helden zu verändern. Alles klar. Na, schauen wir mal. Was haben wir da für Muster? Wähle ein Muster. Ich habe nur das. Okay. Okay, 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 okay. Und jetzt? Ah, okay, mach das so. Yes! Na, die andere hat mir besser gefallen. Es ist zwar, so schaut er aus, Iron Man, aber die andere hat mir besser gefallen. Alles ja, klar. Ja. Das ist schon besser. Sehe ich nicht toll aus, Jarvis? Ah. Mach ein Foto. Gute Arbeit, Sir. Neue Heldenfähigkeiten freigeschaltet. Angriffs- und ultimative Heldenfähigkeiten sind jetzt freigeschaltet. Navigiere zum Fähigkeitenmenü, wechsle mit R2 zum Spezialmenü, wo Informationen, Zahlen, Helfer gefunden werden können. Okay. Dann machen wir Fähigkeiten, haben wir gesagt. Und R2 ist das Spezialmenü. Spezialisierung. Was ist das? Helden, ne? Verlängert die Dauern um 3 Sekunden. Na, weiß ich nicht. Was haben wir da? Meisterschaft. Ich glaube, ich werde eher das da machen. Raketen. Wieso keine Raketen? Warum keine Raketen? Raketen sind super. Ausrüstung. Haben wir alles. Ikonisch Missionsreihe verfügbar. Die Missionsreihe der unbesiegbare Iron Man ist jetzt verfügbar. Wähle am Einsatztisch eine beliebige Mission, um die globalen Aufträge, die im Einsatzzimmer... Nein, ich will... Endlich bin ich wieder der Alte.
Ich konnte etwas Energie nicht nur auf die Fertigungsmaschine, sondern auch auf andere Bereiche wie den Inventartresor umleiten. In Ihrem Tresor ist veraltetes Equipment, Sir. Soll ich es verbrennen? Was? Nein, das ist kein Müll, Jarvis. Das sind meine Sachen. Ich sehe mir das an. Wie Sie wünschen. So, ein Trümpeln. Im oberen Stockwerk des Techlabors. Ich komme wieder rauf. Oberes Stockwerk des. Da! Oberes Stockwerk des Techlabors. Ist das der Raum? Inventarlagerung. Inventartresor werden überschüssige Ausrüstung und Artefakte gelagert. Ausrüstungs- und Artefaktbelohnungen werden automatisch an den Inventartresor geschickt, wenn alle Ausrüstung Inventarslots eines Helden voll sind. Bis zu 300 Objekte, okay. Na, schauen wir mal. Siehst du? Kein Müll. Korrekt. Gewiss bewahren Sie hier noch viele andere Schätze auf. Sir, einige Vertreter unserer Freunde bei S.H.I.E.L.D. sind jetzt an Bord der Chimera. Agent Morales ist im Command Nest. Möglicherweise kann sie mit den Teilen für die Chimera helfen. Klasse. Ich freue mich, Sie zu treffen. Okay, Markenausrüstung. Haben voreingestellte Attribute. Attribute erhöhen die Stärke bestimmter Kampffertigkeiten und können die Effektivität von Ausrüstungsvorteilen und Fähigkeiten deutlich beeinflussen. Passe die für einen Helden wichtigsten Attribute an, um zu verändern, wer sich spielt. Okay. Was haben wir da? Was soll das sein? Repulsor. Kampfhandschuhe. Ja, jetzt müsst ihr halt wissen, welche ich anhab, gell? Also welche ich gerade ausgerüstet habe. Okay, ich verstehe schon. Artefakte. Null. Zurück. Was ist das? Das ist das Gleiche. Ja, es ist das Gleiche, ja. Was? Mein... Auf der... So. Sir, nur für den Fall. Ihr altes Zimmer ist noch intakt. Na, schauen wir mal, ist das mein altes Zimmer? Na, das ist das Zimmer von... Das ist ja nicht mein Zimmer, oder? Oder doch? Fertigungsmaschine. Na, ich will da mit der Morales reden. Wo ist die Frau Morales? Hallo, Frau Morales. Hey, ich habe eine Aufgabe für dich. Zack. Hallöchen. Ich habe gehört, S.H.I.E.L.D. ist im Haus. Ich bin Agent Alessandra Morales. Ab sofort bin ich Ihr Kontakt zu S.H.I.E.L.D. Falls Sie Kapazitäten frei haben, kommen Sie zu mir. Es gibt einiges zu tun. Alles schön, klar. Schön, Sie kennenzulernen, Morales. Ich muss ein paar Teile finden, um das alte Mädchen hier flott zu machen. Vielleicht kann ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und nebenbei meinen alten Freunden von S.H.I.E.L.D. helfen. Hier sind unsere Infos. Hoffentlich reicht das. Gruppierungsaufträge sind Aufgaben, die Gruppierungserfahrungen XP gewähren. Hast du genügend XPs erhalten, wird deine Gruppierungsrang erhöht, natürlich. Dafür hältst du Belohnungen und der Zugriff auf höherstufige Ausrüstungen. Alles klar. Muss ich nicht, oder? Na, muss ich jetzt nicht. Na, reicht jetzt. Ja. Ja, was soll ich machen? Ich wusste, wir können auf sie zählen. Bauerangriff. Ja, okay. Gute Arbeit. Weiter so, dann kann ich wieder schlafen. Ein neuer S.H.I.E.L.D.-Mitarbeiter ist zu uns gestoßen. Sie finden Gut ihn gemacht. Im Gemeinschaftsbereich. Sie ahnen nicht, wie sehr das hilft. Echt jetzt?
So. Wieso hat er immer diese Iron Man Ausrüstung an? Das soll sie ausziehen. Grüß dich. Ja, hallo, da bin ich. Avenger. Hallo. Bereit für ihr neues Ich? So. Ich habe praktisch kein Geld. Aber mit Sie wollen meine Kaffeesucht nicht finanzieren? Geht weg. Ich nicht. Agent Levine ist auf dem Hangardeck. Falls Sie kurz Zeit haben, kann er Ihnen vermutlich bei der Optimierung Ihrer Ausrüstung helfen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Karte gibt's da ja keine, gell? Aber das schaut. Hangar, ich bin am Hangar, oder? Das ist doch der Hangar. Da drüben? Grüß dich, hallo, servus, grüß dich. Hier drüben! Gruppierungsrang steigt durch das Sammeln von Gruppierungserfahrungen. Ein höherer Gruppierungsrang gewährt Zugriff auf bessere Ausrüstung. Schließe für eine Gruppierung Aufträge, Missionen und Missionsreihen ab, um den Gruppierungsrang zu erhöhen. Ja, das hatten wir schon, oder? Aha. So, warte mal. Das schenkt er mir jetzt, oder was? Das hätte ich gern da. Was macht man da? Mhm. Okay. Nichts diesmal? Oh, nein. Okay. Sir, meine Wärmesignaturen-Scans haben zwei potenzielle Quellen für Initiator-Klane ausgemacht. Potenziell? Warum potenziell? Leider ist es wegen der AIM-Sicherheitssysteme nicht möglich, die tatsächliche Quelle der Wärmesignaturen auf diese Entfernung zu bestimmen. Okay. Noch ein Wort, das mir nicht gefällt. Okay. Verdoppeln wir unsere Chancen. Bruce, Kamala, kommt zum Einsatztisch. Na, wir sind unterwegs. Es ist der Harn. Der Harn. So, höherstufere Ausrüstung verfügbar. Bitte sehr. Machen wir das schnell. So. Kommen wir da raus? Da komme ich echt nicht raus, gell? Nein. Ah, verdammt. Ja, ich laufe, also ich renne. Aber geht nicht schneller. Schweben kann auch nicht. Natürlich, wenn du mit seiner Eisenrüstung durch die Gegend rennst, bist du halt nicht der Schnellste, ne? So. So. Einsatztisch, was ist da alles? Morales, was? Bewerbung, was? Inventar, Spind, Einsatztisch. So. Grüß euch. Gut, Herausforderung meistern. Große Herausforderung darstellen. Erhöhe in diesen Fällen mit Kraftboots deine Ausrüstung die Kraftstufe eines Helden. Um stärker zu werden, das setze ich immer in die Asche herunter. Manche Missionen erlauben sogar die Option zurück zum Quinjet im Pausemenü. Das gibt einem die Möglichkeit, andere Missionen zu spielen, um Helden zu verbessern. Oder auch dieselbe Mission mit einem anderen Helden zu versuchen. Alles klar. Aber ich hätte sehr gerne 11 Missionen. Echt. 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 So. Da ist das A. Da wollen wir hin. AIM führt mit Tony Starks Arc-Reaktor-Technologie völlig Experimente in einem Labor in Manhattan durch. Um die Triebwerke der Chimäre wieder online zu bringen, muss Tony das Labor infiltrieren und die benötigte Komponente stehlen. Das machen wir.
Okay, Leute, vor uns liegt Arbeit. Oh, hübscher Anzug. Touché. Wie können wir helfen? Jarvis hat zwei Wärmesignaturen gefunden, die Konzentrationen von Initiatorkernen sein könnten, aber sie sind an komplett verschiedenen Orten. Da die Zeit knapp ist, müssen wir uns um beide gleichzeitig kümmern. Bruce, du und Kamala, ihr sucht im Randbereich der Ödlande, während ich mir eine Stadt an der Ostküste vornehme. Hoffentlich finden wir an einem dieser Orte die Initiatorkerne. Wird gemacht. Jarvis, wie lange noch? Erreichen das Ziel in Kürze, Sir. Sehr gut. Wir müssen diese Initiatorkerne finden und die Reparatur fortsetzen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis AIM die Position der Chimera hat und dann muss unsere Operationsbasis einsatzbereit sein. Ach, Mann, sehe ich gut aus in der Rüstung. Sehr schick, Sir. Du hast recht. So. Moment. Wo sind denn alle? Anscheinend hat AIM die Stadt wegen der hohen Inhuman-Aktivität evakuiert. Die ganze Stadt. Ausrede, mit gefährlicher Technologie zu experimentieren. Vielleicht hattest du mit den Wärmesignaturen recht. Ein Riesenhaufen Initiatorkerne könnte die Energie liefern. Die Anlage ist schwer bewacht. Rechnen Sie bei Ihrer Ankunft mit Widerstand. Ja, ja. Ach, die freuen sich nicht, mich zu sehen? Schockierend. Dieser Ort ist eine Geisterstadt. Jarvis, wo ist die Anlage? Einige Meter vor Ihnen, Sir. Gestohlen hat. Was ist das? Sonst jemand in der Nähe? Zivilisten? Die Evakuierung läuft seit heute Morgen. Gut. Diesmal darf niemand verletzt werden. Da steht eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Wo? Wo? Was? Jetzt komm, junger Mann. Recht. Ha, geil. Bam, bam. Noch ein Bam, bam. Im Spiel? Sie regelt die Zuweisung von StarkTech.
Bringen Sie mich lange genug in Reichweite Ihrer Zugriffsverbindung. Ja, schon wieder das Gleiche. Sie aim auf Distanz, sonst sperren Sie uns irgendwann aus. Ja. Schieße. Okay. Sie knacken es aus. Also sie haben 100%, ich habe 15% oder was? Ja, das machen wir schon irgendwie. Ich mag dich nicht wirklich. Also, noch einmal, es ist nicht mein Held, mit dem ich gerne spiele, weil er nicht so bam bam ist. Sie ist cool. Sie ist echt sehr cool. In der Nähe Ihrer Position steht eine Truhe mit Spezialressourcen. Bringen Sie mich lange genug in Reichweite Ihrer Zugriffsverbindung, dann kommen wir rein. Halten Sie Aim auf Distanz, sonst sperren Sie uns irgendwann aus. So. Na, das war falsch. So, komm her. Sehr gut. Ich versuche. Ja, es geht mir echt nicht gut, gell? Und deswegen wollen wir das nächste Mal machen. Ja, genau, das machen wir das nächste Mal. Und bis dahin einen wunderschönen Bam, Bam, Bam. Ciao.